da wechselt auch Bochum zum dritten Mal Hashemian für den enttäuschenden Epale. Die anschließende Ecke kommt von Maric. Und plötzlich steht es 1-2. Der eingewechselte Hashemian. Und diese 82. Minute ist ein Augenblick kollektiven Schalker Versagens. Da haben sie regelrecht einen Korridor für Hashemian freigeräumt, zugeteilt. War Rakitic als Gegner, aber da ist überhaupt niemand, auch nur in der Nähe von Hashemian, der völlig freies Feld hat. Neuer ohne Chance. Bochum hat Moral und kommt über Paul Freier. Es läuft die 92. Minute. Hashemian, Rafinha, geht nicht ran, guckt nur. Da kommt auch Moritz, will helfen. Super gemacht von Hashemian, die Hereingabe auf den Kopf von Šestak, 2-2. Was für ein Finale, was für eine Moral von diesem Bochumer Team. Das endet fast in Ekstase. Mann des Spiels, Hashemian eingewechselt, Tor gemacht, Tor überragend vorbereitet. In der Mitte ist Bordon nicht nah genug bei Šestak. Aber hier hätten sie ihn schon aufhalten müssen. Was für eine Vorbereitung von Vahid Hashemian. Die freuen sich, der kann es nicht glauben. Und Felix Magath hadert mit allem um sich herum. Der Trainer hat mir gesagt, du machst ein Tor an eine Vorlage. Hat mir das gesagt. Aber das hat funktioniert, muss ich jedes Mal sagen. Ja. 90. Minute. Hashemian. Rafinha. Geht nicht ran. Guckt nur. Da kommt auch Moritz. Will helfen. Super gemacht von Hashemian. Die Hereingabe auf den Kopf von Šestak. 2-2.